Ja, das war wirklich ein sehr schweres Spiel. Wir wussten, dass ein sehr schweres Spiel auf uns zukommt. Die Aufsteiger sind generell immer top motiviert. Man weiß nicht wirklich, was auf einen zukommt. Man hat nur Videomaterial aus Testspiele. Deshalb war uns klar, dass eine sehr, sehr schwere Aufgabe heute auf uns zukommt. Wir haben wirklich echt gekämpft. Wir waren ein paar Mal mit 3 Toren hinten, mal mit 4 und haben nie aufgegeben. Und am Ende das Spiel uns erkämpft. Und ich glaube, dass es, auch wenn es jetzt ein Aufsteiger war, dass es alles andere wie ein Selbstläufer oder sowas im Vornherein ist. Hier werden sich manche Mannschaften schwer tun, glaube ich. Deshalb bin ich wirklich, wirklich stolz, dass wir das Spiel heute noch gewonnen haben. Ja, mega. Wir wussten, dass wir noch nicht ganz so weit sind, wie wir sein wollen. Aber das haben wir heute wirklich durch Kampf wettgemacht. Wir haben in der zweiten Halbzeit in der Abwehr echt gut gekämpft, uns vorne die Tore erarbeitet. Deshalb, ja, ich bin sehr stolz, dass wir das heute hier gewonnen haben. Und so lässt sich es auf jeden Fall auch leichter nach Hause fahren. Ja, ich versuche ja immer natürlich der Mannschaft zu helfen. Ja, deshalb, Uhr und ich, wir haben heute 15 Paraden. Das ist echt ein guter Wert. Auch Uhr hat eine gute erste Halbzeit gespielt, hat da auch die eine oder andere Parade gezeigt. Und ich glaube, dass wir heute Abwehr und Torwart das eigentlich schon relativ vernünftig gemacht haben. Und das muss auch der Schlüssel zum Erfolg sein. Wir haben 2 Torhüter, wir sind beide gut in Form. Ja, und dann spielt an einem Spiel der eine mehr, am anderen Spiel der andere mehr. Und unser Ziel ist es einfach, der Mannschaft zu helfen. Und ich glaube, das hat heute jetzt im ersten Spiel eigentlich schon mal ganz gut funktioniert. Ja, natürlich, ich freue mich, die Fans wieder in der Halle zu sehen. Ich hoffe, ihr kommt zahlreich und unterstützt uns auch bei dem Heimspiel. Das garantiert auch kein Selbstläufer wird, sondern genauso, da müssen wir genauso hart arbeiten wie heute. Es ist der nächste Aussteiger, der top motiviert zu uns fährt. Und es wird mindestens genauso schwierig wie heute. Das ist jedes Handball-Bundesligaspiel ist wirklich richtig schwierig und gewinnt sich auf jeden Fall nicht von alleine, egal gegen wen man spielt. Deshalb haben wir jetzt 2 Trainingseinheiten, Freitag und Samstag, und bereiten uns da auf Lübeck vor. Und ich hoffe, dass ihr in die Halle kommt und uns da unterstützt. Ich bin auf jeden Fall erstmal mega happy, dass wir die 2 Punkte mitnehmen, weil wir wussten von Anfang an, dass es alles andere als einfach wird. Das ist eine sehr, finde ich, sehr, sehr gute Mannschaft als Aufsteiger. Die haben eine gute Mischung mit jungen und erfahrenen Spielern. Haben mit einem der besten Torhüter, finde ich, verpflichtet, mit Yogi, der immer Punkte bringen kann. Und man hat, glaube ich, von Anfang an gesehen, dass wir ein bisschen Probleme hatten, weil wir haben vielleicht ein paar verworfen, dann machen die einfache Tore. Da war gleich die Euphorie da, wieder vor Zuschauern zu spielen, war natürlich für die mega geil und alles. Deswegen sind wir da immer so ein bisschen hinterhergelaufen, aber wir wussten, dass wir unsere Chance irgendwann bekommen, weil Aufsteiger natürlich über 16 Minuten immer ein bisschen Probleme kriegen, und ich finde, das haben wir dann am Ende sehr gut gemacht. Mega, wirklich. Ich bin begeistert, vor allem was Rebi da am Schluss im Tor macht, war sensationell. Unsere Abwehr hat nicht den Halt gehabt, was sie normalerweise hat. Und Rebi hat da, finde ich, überragend gehalten. Ohne den wäre es, glaube ich, jetzt nicht so ausgegangen. Und deswegen können wir trotzdem aber auch über das gesamte Spiel auf eine sehr gute Mannschaftsleistung zufrieden sein. Wir haben dann das Tempo nochmal erhöht in der zweiten Halbzeit und haben dann auch ein paar einfache Tore gemacht. Ich erwarte auf jeden Fall, dass es auch kein einfaches Spiel wird. Das wird generell schwierig, aber das ist natürlich eine absolute Pflichtaufgabe für uns. Wir müssen das erste Heimspiel zu Hause gewinnen. Und jetzt, wo ich die Zuschauer hier gesehen habe, freue ich mich natürlich umso mehr auf die Zuschauer wieder bei uns zu Hause. Und ich hoffe auch, dass so viele Tickets wie möglich verkauft werden und die uns lautstark unterstützen, weil das brauchen wir jetzt nach so einem langen Jahr. Die letzte Saison war einfach brutal. Die Emotion da immer so hoch zu halten ohne Zuschauer. Und deswegen, ich freue mich unglaublich drauf.